In diesem Beitrag möchte ich einen kleinen Tipp abgeben zum Thema Komponente ersetzen. Jeder kennt das, man hat irgendwelche Teile zusammengebaut, man hat ein bisschen Stress gehabt, ist halt auf die Flächen gegangen, man hat keine Verknüpfungsreferenzen verwendet, weil es sich nicht angeboten hat, oder hat auch nicht auf die Referenzgeometrien gearbeitet, sondern wirklich auf die Flächen. Was passiert, wenn ich sage, ich ersetze diese Komponente durch was anderes? Ich sage, ich ersetze diese Platte durch komplett optisch anderes Teil. Ja, jeder kennt es sicherlich schon. Man klickt auf OK und eigentlich einige Fehlermeldungen tauchen auf. In dem Fall eine, weil ich halt eine Verknüpfung gehabt habe, die er nicht mehr zurechtfindet. In einer größeren Baugruppe können es doch schon einmal einige mehr sein. Ist ziemlich ein leidiges Thema, das Ganze austauschen, weil ich ja so relativ viel Nacharbeit wieder habe, damit die Teile wieder zusammenpassen. Jetzt in meinem Fall machen wir es einfach. Ich lösche diese Komponente und zwar möchte ich euch jetzt einen kleinen Schmäh zeigen. Wenn man schaut, dieser Zylinder hat genauso zwei Verknüpfungen, in dem Fall halt auf die untere Fläche und auf die obere. Und dieses Teil möchten wir jetzt auch wieder austauschen. Gehen wir mal her, rechte Maustaste, diese Komponente ersetzen wir. Dann durch was? Ja, durch dieses Teil 4. So, wenn wir schauen, die Geometrie ist komplett anders. Das ist jetzt die Form von einem Dreieck. Tauschen wir aus. Dann hast du einmal fest hoffen, auf OK klicken, dass er viel erkennt und im Einfall. Wie aus Zauberhand hat er einfach alles erkannt. Was ist da jetzt passiert? Wenn man überlegt, normalerweise schreibt er mir ja da eigentlich Flächennummern hin. In dem Fall schreibt er unten und oben. Was ist jetzt da wieder gemacht worden? Eigentlich nur eine Kleinigkeit. Jedes Teil hat ja bestimmte Eigenschaften und eine davon wären diese Flächeneigenschaften. Und darin kann ich einfach bestimmten Flächen einen Namen geben. Werden jetzt später dann Teile ausgetauscht, schaut halt SolidWorks noch, bevor es überhaupt eine Fehlermeldung bringt, im Teil nach, gibt es vielleicht eine Fläche mit dem Namen oben, in meinem Beispiel. Wenn ja, dann verbauen wir es einfach da drauf, das wird wohl zusammenkehren. Gut, können wir eigentlich jetzt dann auch einmal probieren bei unserem Teil, und zwar, wo wir vorher die Probleme gehabt haben, ich öffne mal das Ganze einfach einmal, das war eigentlich dieses Teil. Vergeben wir es da einmal. Es müssen nicht immer parallel sein. Nehmen wir einfach diese Flächen. Ich sage, diese Fläche soll dann die Fläche mit den Namen unten sein. Man könnte aber auch ganz andere Namen verwenden, dass das besser zusammenpasst. Irgendwelche Achsen und so weiter. Ich bleibe jetzt einmal bei diesen einfachen Namen. Und oben. Das Ganze speichern wir ab. Schließen wir das Ganze. Und ersetzen nun diese Komponente erneut. Vorher haben wir gesehen, da haben wir eigentlich einige Fehlermeldungen gekriegt. Jetzt wird es eigentlich so passieren, dass die Flächen vorhanden sein vom Namen, die ganzen Verknüpfungen werden wieder gefunden und das Ganze ist eigentlich relativ einfach ersetzt. Ich hoffe, der kleine Tipp hilft euch. Wir würden uns freuen über kleines Feedback und ich wünsche viel Spaß.